Einen wunderschönen guten Abend. Das BSW hat seine Pläne zur Rente vorgestellt und die katastrophale Rentenpolitik der Ampel kritisiert. Konkret die Pläne der FDP, ja, rund 10 Milliarden Euro jedes Jahr an Staatsschulden aufzunehmen und damit an den internationalen Finanzmärkten zu zocken. Also stellt euch das mal vor, ihr nehmt Schulden auf und zockt damit an den Finanzmärkten und hofft, dass da am Ende Gewinn bei rausspringt. Wenn Gewinn bei rauskommt, dann steckt ihr das in eine Rente. Wenn Verlust bei rauskommt, tja, dann hat der Beitragszahler eben Pech gehabt. Der Kanzler hat dem Stern ein Interview gegeben, das wahrscheinlich die meisten Bürgerinnen und Bürger mit einer Mischung aus Sprachlosigkeit und Entsetzen zurücklässt. Weil man fragt sich ja wirklich, lebt der Mann, der eigentlich unser Land regieren soll, noch in Deutschland oder schwebt er inzwischen auf irgendeiner Wolke ins Nirgendwo? Weil das, was er dort vertritt, ist so weit weg von der Realität, die wir zurzeit in Deutschland haben, dass man wirklich eigentlich ja kaum noch Worte dazu findet. Also was sagt der Kanzler? Deutschland wächst, die Ampel sorgt für zusätzliche Investitionen, gute Standortbedingungen, Technologien strömen ins Land, bald produzieren wir grünen Stahl und Niedrigverdiener danken der Ampel den größten Gehaltssprung seit langem. Ja, und überhaupt, das ist alles keine Krise, sondern ein Turnaround, habe ich also da gelesen. Ich muss wirklich sagen, da fragt man sich, ist das noch Realitätsverweigerung oder ist das schon pathologisch? Weil wir alle wissen, wie die Wirtschaftsdaten in der Realität sind. Die Wirtschaft wird in diesem Jahr nach den Prognosen wieder nicht relevant wachsen. Sie ist im letzten Jahr geschrumpft. Der IWF hat noch mal prognostiziert, dass das auch für die nächsten Jahre ziemlich trübe bleiben wird. Wir sind Schlusslicht unter den Industriestaaten. Die Investitionen sind niedrig. Und das Mindeste, was man von einem Kanzler erwarten kann, ist doch, dass er diese Realität ins Auge fasst und zumindest zur Kenntnis nimmt. Weil auch sogar die Arbeitgeber und die IG Metall zusammen, das kommt ja auch nicht so oft vor, haben einen Brandbrief verfasst, haben gewarnt, dass unsere Industrie kaputt geht, dass die Unternehmen abwandern. Und da muss man sich schon wirklich fragen, ja, in welchen Händen ist eigentlich dieses Land, wenn ein Kanzler das alles so überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt? Bisher wusste man ja, dass es mit dem Gedächtnis des Kanzlers nicht zum Besten bestellt ist. Also ja, die Erinnerungslücken sind legendär, aber es scheint nicht nur zu hapern am Gedächtnis, es scheint offensichtlich auch massive Wahrnehmungsprobleme zu geben. Und das ist dann wirklich ziemlich bedenklich. Geradezu ein Hohn für viele Menschen mit kleinen und niedrigen Einkommen, 8 Millionen Menschen in unserem Land, die immerhin für Löhne unterhalb von 14 Euro die Stunde arbeiten müssen. Geradezu ein Hohn für diese Menschen muss es sein, wenn der Kanzler jetzt ganz eben mal so erklärt, ja natürlich der Mindestlohn, der muss auf 15 Euro steigen. Wohlgemerkt, wir sind jetzt gerade mal auf etwas über 12 Euro und wir reden hier nicht von einem Oppositionsführer, der sowas sehr gut mal fordern kann, sondern wir reden hier über den Mann, der eigentlich die Geschicke unseres Landes bestimmen sollte. Und ich möchte da auch noch mal in Erinnerung rufen, in der letzten Sitzungswoche hat das Bündnis Sahra Wagenknecht hier im Bundestag einen Antrag eingebracht, den Mindestlohn auf 14 Euro zu erhöhen. Also wir waren noch etwas bescheidener als der Kanzler, der jetzt 15 Euro fordert. Interessant war, es haben alle Fraktionen im Bundestag gegen unseren Antrag gestimmt. Also alle drei Fraktionen der Ampel, eben auch die Kanzlerpartei und natürlich auch die AfD, um das nur. Das ist doch sehr interessant. Also ja, die Rede von Gerrit Huy von der AfD haben wir uns angesehen. Die hat da ziemlich viele neoliberale Mythen über den Arbeitsmarkt verbreitet. Da will ich jetzt gar nicht en detail. Aber es ist auch interessant, wie die SPD sich vorher verhalten hat. Die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld saß nämlich in der Mindestlohnkommission als Vorsitzende und hat mit ihrer Stimme dort schon eine Mindestlohnerhöhung auf 14 Euro verhindert. Also das haben viele nicht mitbekommen, weil die Medien nicht darüber berichtet haben. Die Medien berichten ja über die relevanten Themen überhaupt nicht. Die berichten nur darüber, wenn irgendein SPD-Politiker wieder was fordert, wo seine Partei das Gegenteil macht. Die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld hat in der Mindestlohnkommission eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro verhindert. Kein Medium hat darüber berichtet. Kurz darauf hat der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro gefordert. Darüber haben die Medien plötzlich berichtet. Und jetzt verhindert die SPD wieder im Bundestag zusammen mit FDP und Grünen die Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro. Und was macht der Bundeskanzler? Er fordert kurz darauf einen Mindestlohn von 15 Euro. Also diese Partei belügt euch von vorne bis hinten.
Wenn euch die SPD irgendetwas verspricht, dann glaubt ihr nicht. Wenn irgendein Politiker dieser Partei etwas sagt, dann ist das eine Lüge. Und es ist egal, welcher von diesen bezahlten Rüstungslobbyisten und neoliberalen Propagandisten da etwas sagt. Wenn die SPD an die Macht kommt, dann verscherbelt sie unser Rentensystem ans Finanzkapital, sie senkt die Löhne der Arbeiterschaft und sie privatisiert wichtige staatliche Unternehmen. Verscherbelt wichtige Teile unserer Infrastruktur ins Finanzkapital, so wie sie das immer gemacht hat, wenn sie an der Macht war, zumindest seit 1998, seit der ersten Schröder-Regierung. Aber für höhere Löhne wird diese Partei nicht sorgen. So glaubt diesen Leuten, glaubt diesen Politikern kein Wort, wenn sie euch so etwas versprechen. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen. Also deswegen sollte das BSW, glaube ich, diese Ablehnung der SPD, den Mindestlohn auf 14 Euro zu erhöhen, sollte das BSW diese Ablehnung nutzen, um da massiv Stimmung gegen die SPD zu machen. Denn also jetzt ganz egal, wie man zu dieser Mindestlohnerhöhung steht, wenn der Mindestlohn nicht erhöht wird, also wenn die SPD zuerst sagt, wir erhöhen den Mindestlohn nicht, wir sind mit dem aktuellen Mindestlohn zufrieden, wir stimmen gegen einen Mindestlohn von 14 Euro und anschließend sagt, wir wollen einen Mindestlohn von 14 Euro, dann stellt das BSW im Parlament nochmal einen Antrag. Und dann stimmt die SPD wieder dagegen und sagt, nee, wir wollen doch lieber den aktuellen Mindestlohn. Und dann stellt sich der Kanzler hin und sagt, wir wollen Mindestlohn von 15 Euro. Dann ist das offensichtliche Wählertäuschung. Und jeder Wähler, der sich da reinlegen lässt, der ist auch am Ende selber schuld. Aber dafür muss das BSW darüber eben informieren. Die Medien, die berichten darüber nicht vernünftig, deswegen müssen wir das tun. Deswegen müssen wir das möglichst auch in ihrem Pressestatement hier breittreten. Es ist gut, dass Wagenknecht das jetzt zum ersten Mal so macht. Das Votum von Christiane Schönefeld in der Mindestlohnkommission hatte sie bisher so leider noch nicht angesprochen, aber die Ablehnung der SPD im Bundestag, die hat sie jetzt endlich mal hier angesprochen. Nur mal am Rande zu erwähnen, die Union natürlich auch. Also sie alle waren gegen einen höheren Mindestlohn und jetzt sagt der Kanzler, ja, das muss ja auf jeden Fall kommen. Also ich muss sagen, wenn man so ein Land regiert, dann muss man sich nicht wundern, dass immer mehr Menschen sich abwenden, dass immer mehr Menschen auch wirklich empört sind über diese Art von Politik, die sie hier erleben. Das Gleiche gilt ja auch noch für eine weitere Debatte, die wir jetzt schon in diversen Folgen aufgeführt bekommen. Und das ist die Rentendebatte, die ja auch teilweise wirklich eine Gespensterdebatte ist. Also es wird ja jetzt ganz massiv gestritten, ob es denn bei der Rente ab 63 bleiben soll oder ob die Rente ab 63 abgeschafft werden soll. Ja, der Witz an dieser Debatte, oder eigentlich ist es kein Witz, weil es ist ja traurig. Es gibt in Deutschland keine Rente ab 63. Es ist so, dass zurzeit die Regel ist, dass wer 45 Jahre gearbeitet hat, mit 64 Jahren und 4 Monaten frühestens in eine vollen Renteneintritt gehen kann. Also von wegen mit 63. Und im Jahr 2029 wird für alle, die 45 Jahre gearbeitet haben, das Renteneintrittsalter bei mindestens 65 liegen, bei den anderen dann eben auch bei 67. Also das ist einfach nur, also man muss sich fragen, auch Herr Lindner, der jetzt so großer Form aufgelaufen ist, dass die Rente mit 63 weg muss und auch die Union fordert das ja. Man fragt sich wirklich, wissen die eigentlich gar nicht, welche Rentengesetze in unserem Land gelten? Also Frau Lang von den Grünen weiß ja auch nicht, wie die Rentenhöhe ist. Das haben wir ja erfahren, als sie dachte, das wären 2000 Euro. Aber bei den anderen scheint es. Was bei Ricarda Lang immer vergessen wird bei dieser Stelle bei Markus Lanz, da haben sich alle furchtbar darüber aufgeregt, dass sie die Rentenhöhe ungefähr, ich glaube, 450 Euro oder so falsch eingeschätzt hat. Aber was noch viel schlimmer war ihre Aussage, dass wir ja immer mehr Rentner hätten und deswegen ja darüber nachdenken müssten, wie wir das Rentensystem anders gestalten sollten. Also beispielsweise ja längere Lebensarbeitszeit oder Investitionen in die Aktienmärkte, sprich der Staat nimmt Schulden auf, zahlt da den Banken 4% Zinsen drauf und versucht dann an den Finanzmärkten mehr als diese 4% Rendite zu erwirtschaften. Wenn der Staat nämlich weniger als 4% Rendite macht, dann macht er Verlust und ja, das dürfen dann wir alle bezahlen. Und dafür, dass die Banken risikolose Gewinne, wie gesagt, in Höhe von 4% pro Jahr machen können. Also das sind gerade Sachen, die von der Ampel durchgebracht werden und darüber regt man sich nicht auf. Aber wenn Ricarda Lang die Zahlen nicht wusste, dann geht das überall rum und alle regen sich auf. Das ist, ja, es wird über die falschen Sachen berichtet. Also natürlich kann man sich jetzt darüber aufregen, wenn jemand, der im Ausschuss für Soziales sitzt, solche Zahlen nicht weiß, aber die Forderungen, die Lang danach erhoben hat und die Feststellungen, die sie gemacht hat, die auf eine weitere Aushöhlung unseres Rentensystems, auf eine weitere Schwächung der gesetzlichen Rente hinauslaufen, die sind doch, meine ich, sehr viel gefährlicher als so, ja, als dass sie diese eine Zahl jetzt nicht wusste.
es ja mit der Kenntnis der tatsächlichen Rentensituation nicht besser bestellt zu sein. Und deswegen haben wir diese Woche als BSW hier im Bundestag ein Fünf-Punkte-Programm vorgelegt, weil wir tatsächlich das Problem der Rente in Deutschland, das Problem der Rentnerinnen und Rentner, ihrer Lebenssituation für ein überdringliches Problem halten. Übrigens ist es nicht nur ein Problem der älteren Menschen. Ich möchte noch mal darauf verweisen, dass es vor kurzem eine Studie gab über die Lebenssituation und das, was junge Menschen bewegt. Also da ging es wirklich um sehr, sehr junge Menschen, wie die jetzt die Situation sehen und welche Probleme sie bewegen. Und ich fand es bemerkenswert, dass neben also der Wirtschaftskrise, der Inflation oder auch der Zuwanderung tatsächlich auch das Problem der Altersarmut für ganz junge Menschen inzwischen ein relevantes Thema ist. Und es ist ja auch ein Thema, das eben wirklich ja, unbedingt nach einer Veränderung schreit, weil wir haben eine Situation, wo immer mehr alte Menschen in die Armut gehen, wo sie ihren Lebensstandard nicht halten können. Und das ist eine demütigende Situation, gerade für Menschen, die sehr lange gearbeitet haben. Die Durchschnittsrente bei Menschen, die 45 Jahre gearbeitet haben, liegt bei 1.445 Euro. Das ist im Grunde bei 1.545 Euro. Das ist ein Skandal. Und es ist auch nicht so, dass wir in Deutschland ein besonders üppiges Rentensystem hätten im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Das deutsche Rentenniveau ist 10 Prozentpunkte niedriger als im Durchschnitt der EU. Und die gut aufgestellten Länder sind noch deutlich besser dran. Österreich hat eine Rente für langjährig Versicherte. Da hat jeder im Monat 800 Euro mehr. Und es ist auch nicht so, auch das ist eine Lüge, die immer wieder verbreitet wird, dass unsere Rentenausgaben explodieren würden. Tatsächlich, das hat eine Anfrage des BSW vor kurzem bei der Bundesregierung ans Licht befördert, die Rentenausgaben relativ zur Wirtschaftsleistung in Deutschland sinken. Sie steigen nicht, sie sinken. Gegenüber dem Jahr 2009 sind sie um fast einen vollen Prozentpunkt gesunken. Das sind fast 40 Milliarden Euro, die heute weniger für die Rentnerinnen und Rentner ausgegeben werden, wenn man das an die Wirtschaftsleistung knüpft, als im Jahr 2009. Und das, obwohl wir über 1 Million mehr Rentnerinnen und Rentner haben. Und deswegen fordern wir als BSW als ersten und wichtigsten Punkt, wer 45 Jahre gearbeitet hat, der soll tatsächlich mit 63 in Rente gehen können. Also die Rente. Sehr gute Forderung. Sehr gute Forderung, kann ich zu 100% unterschreiben. Also eine Absenkung des Renteneintrittsalters für alle, die 45 Jahre gearbeitet haben, auf 63, und zwar temporär. Das ist richtig. Und dass Wagenknecht hier der neoliberalen Propaganda widerspricht, dass die Rente unbezahlbar sei, das finde ich auch sehr gut. Denn die Zahlen geben es einfach nicht her. Also wenn in den letzten 15 Jahren, wo wir einen massiven demografischen Wandel erlebt haben, die Ausgaben für die Rente in Relation zu unserem Bruttoinlandsprodukt sogar gesunken sind, dann widerlegt das doch das neoliberale Narrativ, dass die Rente und der Sozialstaat angeblich unbezahlbar seien. Also dann wären die Ausgaben ja nicht so deutlich gesunken. Und das in einer Zeit, wo, wie gesagt, die Rente mit 63 temporär eingeführt wurde. Das wurde dann jetzt wieder erhöht, dass wir das BSW jetzt wieder zurücksetzen auf den vernünftigen Stand. Aber das, ja, das ist doch sehr, sehr interessant. Und ich kann euch ja mal die Zahlen für die nächsten Jahrzehnte geben. Zwischen 2022 und 2070, also ein sehr langer Zeitraum, das sind insgesamt 48 Jahre, wird das Wachstum der Rentner pro Jahr bei 0,4% liegen. Das heißt, wir müssen nur ein Wirtschaftswachstum von 0,4% in jedem Jahr erreichen, damit die Rente nur ein Verteilungsproblem zusätzlichen Einkommens ist. Das bedeutet im Klartext, niemand muss ärmer werden, damit wir uns die Rente leisten können. Die Rente ist bezahlbar, sie wird bezahlbar bleiben. Und die Rente ist sicher, kann man sagen. Also, beziehungsweise sie wäre sicher, wenn Politiker nicht meinten, mit unseren Rentengeldern an den internationalen Finanzmärkten zocken zu müssen oder die Rente zusammenzukürzen und dann solche Schwachsinnsideen wie Riester aufzulegen, mit denen dann nur Versicherungskonzerne etwas verdienen. Aber die gesetzliche Rente, so wie sie gerade konzipiert ist, die ist sicher und man könnte sie noch sicherer gestalten, aber dazu wird Wagenknecht uns bestimmt gleich noch mehr erzählen. Rente mit 63 kann nicht abgeschafft werden, weil es sie nicht gibt. Sie sollte aber eingeführt werden. Wir fordern, dass das Rentenpaket 2 mit der Casino-Rente, wo tatsächlich ja in den nächsten Jahren 200 Milliarden Euro auf das Börsenparkett kanalisiert werden sollen, Herr Lindner möchte das ja noch weiter ausbauen, das muss gestoppt werden. Tatsächlich
brauchen wir eine solide Umlagerente und nicht noch mehr Spekulation. Es gibt ja genügend Erfahrungen schon mit Riester-Rente, Rürup-Rente. Das hat sich alles nicht bewährt, hat nur die Finanzwirtschaft reich gemacht. Wir fordern eine. Jeder vierte Euro bei der Riester-Rente landet in den Taschen der Versicherungskonzerne. Das ist ein einziges Bereicherungsprogramm für Maschmeyer und Co. Und entsprechend wird Rente jetzt ein Bereicherungsprogramm für die Banken sein, die dem Staat seine Staatsanleihen abkaufen. Also für JP Morgan, Goldman Sachs, die Deutsche Bank, die Commerzbank, Credit Suisse. Also ihr kennt die Namen. Die werden damit massiv Gewinne machen und die Rentner, die werden am Ende wieder in die Röhre gucken. Höhere Rentenanpassung zum 1. Juli, weil diese 4,57% den Kaufkraftverlust, den die Rentnerinnen und Rentner in den letzten 3 Jahren hatten, nicht ansatzweise ausgleichen kann. Wir fordern, dass die Renten bis 2000 Euro von der Steuer befreit werden, weil auch die Rentenbesteuerung, die ja für immer mehr Rentnerinnen und Rentner greift, eine zusätzliche Reduktion der ohnehin schon niedrigen Renten ist. Und auch hier mal, um die Zahlen zu vergleichen, zurzeit zahlen die Rentner in Deutschland 124 Milliarden Euro an Steuern und Sozialabgaben jedes Jahr. Das ist mehr als der gesamte Bundeszuschuss zur Rente. Also so viel zu der Frage, hier wird zu viel Geld ausgegeben. Und wir fordern eine Rentenwende wie in Österreich. Das ist im Grunde das, um das System zukunftsträchtig zu machen. Eine Rente, in die alle einzahlen müssen, auch die Politiker. Und dann wüssten sie vielleicht auch mal, wie die Rentensituation in Deutschland ist. Und gleichzeitig, wo tatsächlich auch das Rentenniveau deutlich höher ist, mindestens auf dem europäischen Stand. Das wären 10 Prozentpunkte mehr. Aber eigentlich sollten wir in Deutschland mit Österreich gleichziehen. Das heißt, jeder langjährig Versicherte hätte dann 800 Euro mehr. Das wäre eine echte Rentenreform. Das ist selbstverständlich auch bezahlbar, weil es würde ja das Rentensystem auf breiten. Es wäre bezahlbar. Das liegt doch nur daran, dass Österreich ein sozialistisches Musterland ist. Also da sind schon alle Reichen abgehauen, weil man da dort so ja sozialpolitisch vernünftige Rente hat. Wissen nur viele nicht. Nein. Wanknecht hat es gerade völlig richtig gesagt. In Österreich, da haben die Leute mehr Rente, weil man eben auf die Umlagerente gesetzt hat und nicht irgendwelche schwachsinnigen Riester-Renten, Rürup-Renten, Aktienrenten oder sonst irgendeinen Unsinn eingeführt hat. So einfach kann es tatsächlich gehen. Weitere Füße stellen. Und insoweit fordern wir als BSW-Gruppe die Bundestagswahl tatsächlich auch mit einer Volksabstimmung über die Rente zu verbinden. Österreichisches Modell oder Casino-Rente, wie die Ampel und Herr Lindner das wollen, fragen wir doch einfach die Menschen in unserem Land, was sie am liebsten wollen. Und nochmal auch zu der Frage der Erhöhung der Rentner. Also wenn die Menschen erleben, wie sich Politiker tatsächlich über ihre Lebenssituation, mit welcher Abschützigkeit, mit welcher Arroganz sich Politiker äußern, die gleichen Politiker, die sich gerade im Bundestag die größte Diätenerhöhung seit langem gönnen, dann muss ich ehrlich sagen, verstehe ich, dass immer mehr Menschen sich einfach von der Politik abwenden und zutiefst frustriert sind. Ich will da nur mal die Zahlen vergleichen. Also wie gesagt, die Rentenerhöhung jetzt etwas über 4%. Das ist für einen langjährig Versicherten, der seine Durchschnittsrente nach 45 Jahren bekommt, eine Erhöhung von 70 Euro im Monat. Das ist das, was real jemand jetzt in Deutschland bekommen würde, wenn er tatsächlich eben diese Rente, diese Durchschnittsrente nach 75 Beitragsjahren hat, was wir viele nicht haben. Also viele Rentner haben ja viel weniger Rente. Ein Bundestagsabgeordneter dagegen wird ab 1. Juni 6% mehr bekommen. Das ist schon mal prozentual deutlich mehr als das, was die Rentner haben. Es ist aber vor allen Dingen natürlich, weil die Diäten viel höher sind, in der absoluten Zahl ungleich mehr. Das sind nämlich 640 Euro. Also fast das Zehnfache dessen, was die Rentner bekommen. Und ehrlich gesagt, wenn dann die gleichen Politiker, die sich das in die eigenen Taschen scheffeln, also wir sind dagegen und wir lehnen diese Erhöhung ab, weil wir sie wirklich in der jetzigen Situation für auch völlig deplatziert halten. Aber die gleichen, die sowas mitbeschließen und mit durchsetzen, sich dann darüber aufregen, wie doch die Rentenerhöhungen zu stark sind. Also ich muss sagen, das lässt einen dann wirklich nur noch mit Entsetzen zurück. Und wie gesagt, führt dazu, dass Menschen empört sind und dass Menschen protestieren wollen und dass sie Protest wählen wollen. Nun haben Sie mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht zum Glück. Vor allem mit SPD und Grünen. Das sind ja die Politiker, die die gesetzliche Rente unter Gerhard Schröder überhaupt erst so zusammengekürzt haben, dass sie heute auf so einem erbärmlich niedrigen Niveau ist. Also, dass die Alters
in den letzten 25 Jahren so explodiert ist, das hat sehr stark mit den Reformen aus der Schröder-Zeit zu tun. Das muss man auch mal sagen. Das heißt, wenn die Rente jetzt einmal etwas stärker steigt, weil die Inflation auch etwas höher war, weil die Tariflohnsteigerungen, zumindest die nominalen, etwas größer waren, dann ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und dass sich selbst darüber Politiker aufregen, zeigt, in was für eine bedenkliche neoliberale Richtung sich dieses Land entwickelt. Also, ihr müsst euch das mal überlegen. Die Reallöhne crashen um 5% 2021, 2022. Und Politiker regen sich darüber auf, wenn die Rente wenigstens auf einem Niveau bleibt, dass sie ja nicht noch stärker absackt als das Lohnniveau. Also, das ist schon, wie gesagt, sehr, sehr bedenklich, was da gerade für Diskussionen laufen. Ich meine, der Grüne Daniel Bayers aus Baden-Württemberg, der Finanzminister, hat sogar schon gefordert, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Also, das sind Diskussionen, die werden von SPD und Grünen gerade aktiv vorangetrieben. Und CDU und FDP, die werden da bestimmt nicht Nein sagen. Also das wahrscheinlichste Szenario nach der nächsten Bundestagswahl ist ein Kanzler Friedrich Merz, der mit SPD und Grünen regiert. Und dann könnten wir eventuell eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters sehen. Also das sind realistische Szenarien. Und deswegen muss das BSW möglichst stark werden, um so etwas zu verhindern. Eine Möglichkeit, Protest zu wählen, ohne eine Partei wählen zu müssen, in der es auch Rechtsextremisten und Neonazis gibt. Aber natürlich haben sich in den letzten Jahren viele Menschen auch aus Protest der AfD zugewandt. Das hat jetzt die entsprechenden Umfrageergebnisse zur Folge. Ich finde, das Beste, was man gegen solche Umfragen und gegen die Stärke einer solchen Partei machen kann, wäre eine gute Politik. Das sollte eigentlich auch der Auftrag an die Ampel sein. Stattdessen versucht man jetzt noch einmal mit Verbotsdebatten sich. Also, im Chat schreibt gerade einer, ist es gut, dass so viele Staatseinnahmen an die Rente gehen? Du hast, glaube ich, Wagenknecht gerade eben nicht zugehört. Also die Rentner jedes Jahr in Deutschland mehr Steuern und Sozialabgaben als Bundeszuschuss an die Rente fließen. Also es werden jedes Jahr 124 Milliarden Euro an Steuern und Sozialabgaben von den Rentnern bezahlt. Und dem gegenüber stehen dann roundabout 100 Milliarden Bundeszuschuss, der auch jedes Jahr ein bisschen ansteigt. Also das ist absolut nicht nennenswert. Und was dazu kommt, ist, dass der Anteil der Rente an der Wirtschaftsleistung in den letzten 15 Jahren zurückgegangen ist. Also diese Erzählung, wir müssten immer mehr für die Rente ausgeben und das würde unbezahlbar werden, die stimmt einfach nicht. Die lässt sich nicht durch Zahlen untermauern. Ganz im Gegenteil. Die Zahlen zeigen ein sehr undramatisches Bild und das bei dem niedrigen Wachstum, was wir über die letzten Jahre hatten. Also es ist jetzt nicht so, dass das Wirtschaftswachstum in Deutschland so explodiert wäre, dass wir uns die Renten locker leisten konnten. Nein, das Wachstum war relativ niedrig und trotzdem ist der Anteil der Rente an der gesamten Wirtschaftsleistung zurückgegangen. Also wir sollten alle mal ein bisschen auf den Boden kommen und nicht solche Schreckensszenarien verbreiten. Wieder eine, ja, Chatter hier, der meint, die Rente würde unbezahlbar werden. Aus diesem Dilemma zu befreien. Letztlich muss man einfach nur sagen, das ist eigentlich Wahlkampfhilfe für die AfD. Also wenn Herr Wanderwitz jetzt noch einmal Verbotsanträge dort in die öffentliche Debatte bringt, wenn andere sich dem anschließen, muss ich ehrlich sagen, mehr kann man der AfD nicht helfen, weil diese ganze Verbotsdebatte ist völlig deplatziert. Und zwar unabhängig davon, dass die AfD natürlich einen Flügel hat und ein Spektrum hat, das hochbedenklich ist, wo Leute tatsächlich sich betätigen. Und Herr Höcke ist ja der bekannteste Fall. Auch andere wie Herr Krah, die ganz klar eine völkische Ideologie vertreten, die der Meinung sind, Deutsch sein sei eine Frage des Blutes und nicht der Kultur. Natürlich sind das ausgesprochen finstere Ansichten. Natürlich macht es mir auch Angst, wenn eine Partei, die mit solchen Personen in Führungspositionen antritt, immer stärker wird. Aber zu glauben, dass man dem durch Verbote und durch Prozesse entgegenwirkt, das ist eben das Allerletzte, womit man dieses Problem lösen kann. Das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, die Verbotsdebatte ist vor allem eins, gesichert dumm. Und ich finde, ja, man muss auch wirklich mal darüber reden, wo sind Ich hier. würde sagen, gesichert antidemokratisch. Man könnte fast sagen, gesichert rechtsextrem. Man kann nicht einfach so demokratische Parteien verbieten. Also zumindest nicht, wenn man ein Demokrat ist. Das würde ich doch bei den aktuell an der Macht befindlichen Kräften doch stark anzweifeln.
eigentlich die Grenzen? Wo fängt Verbot an? Wo sollte man über Verbot nachdenken? Haben wir nicht einen Trend, das Meinungsspektrum immer weiter zu beschränken? Kennt der Verfassungsschutzpräsident zum Beispiel die Verfassung, wenn er in der FAZ vertritt, dass auch Meinungen, die nicht unter die Strafbarkeit fallen, trotzdem ein Gegenstand für seine Behörde sein könnten? Oder kennt ein Herr Kiesewetter unsere Verfassung, der den Krieg nach Russland tragen will und sich gerade noch mal sehr positiv zur Entsendung von Bodentruppen, also zu dem Macron-Vorschlag, geäußert hat? Ist das nicht auch alles in völligem Konflikt mit unserem Grundgesetz, das ja immerhin ein Friedensgebot enthält? Wollen wir dann bei all solchen Meinungen demnächst irgendwelche Verbotsdebatten führen? Das ist doch völlig absurd. Wir brauchen eine offene Diskussionskultur in unserem Land. Wir brauchen keine Verbotsdebatten. Wir brauchen endlich wieder eine vernünftige Politik. Das ist das, wofür wir als Bundestagsgruppe des BSW streiten. Und deswegen kann ich nur hoffen, dass man diesen Weg mit administrativen Mitteln zu glauben, die AfD klein zu machen, der ist in den letzten Jahren gescheitert, der wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Aber der Weg, mit einer wirklich guten Politik die Menschen wieder zu überzeugen und anzusprechen, das wäre tatsächlich ein sinnvoller und gangbarer Weg. Und für den streiten wir hier im Bundestag und für den wollen wir uns auch weiter einsetzen. Fragen. Herr Buchsteiner, Sie hatten sich schon vor einiger Zeit. Ja, also das waren gute Punkte zur Rente. Ich würde noch ergänzen tatsächlich, also Wanknecht hat ja gesagt, dass alle einzahlen sollen, Beamte, Politiker und so weiter. Ich würde tatsächlich noch ergänzen, dass auch Kapitalerträge für die Rente herangezogen werden müssen und man die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen sollte, also nicht nur bei der Rente, auch bei allen anderen Sozialversicherungen. Und dass man dann irgendwie die Leistung deckeln müsste. Also das muss man dann natürlich rechtlich sauber machen. Also einfach deckeln wie in der Schweiz, das ist nach deutschem Recht wohl schwierig möglich. Aber da findet sich dann eine technische Lösung. Man kann das ja dann langsam abschmelzen lassen. Also das, wie man es dann genau ausgestellt hat, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber ja, das würde ich noch ergänzen. Aktuell zahlen nur 50% des Volkseinkommens in die Rente ein. Wie gesagt, Beamte, Selbstständige zahlen gar nicht ein. Alles, was über der Beitragsbemessungsgrenze liegt, wird nicht eingezahlt. Und Kapitaleinkommen werden nicht herangezogen. Wenn man das alles heranzöge, dann wäre die Rente noch viel problemloser zu finanzieren, als sie es ohnehin schon ist. Also ich hatte vorhin gesagt, Rentenfinanzierung ist kein Problem. Das zeigen die Zahlen der letzten Jahre. Das lässt sich an der demografischen Entwicklung ablesen. Der demografische Wandel schwächt sich ja sogar ab. Also den Großteil, den haben wir hinter uns. Also die größte Alterung der Gesellschaft haben sie tatsächlich schon hinter uns. Das, was in den nächsten Jahrzehnten kommen wird, wird weniger schlimm sein als das, was wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Ich hatte da mal einen Artikel für den Blog von Sada Sumunshu geschrieben. Den könnt ihr euch, glaube ich, mal durchlesen. Ich werde in meiner Beschreibung verlinken. Da ging es nämlich auch um die Rente. Das ist doch sehr interessant, wie damit Zahlen Panik gemacht wird und was für abstruse Ideen wie die Aktienrente, die einzig und allein dem Finanzkapital dienen, da jetzt durchgebracht werden. Ja, ich glaube, zu den Fragen der Journalisten müssen wir gar nicht mehr groß kommen. Also das, ja, die sind ja immer so leise und dann versteht man nur die Hälfte. Also ich glaube, dass, was Wagenknecht hier gesagt hat, reicht völlig aus. Das ist das beste Pressestatement, was ich bisher von ihr mitbekommen habe. In dem Sinne wirklich gut gemacht. Gerne, das BSW sollte sich im Wahlkampf, vor allem im Bundestagswahlkampf 2025, aufs Thema Rente konzentrieren. Das ist wohl das wichtigste sozialpolitische Thema, was wir in Deutschland haben. Das ist diese Sozialleistung, die für die meisten Menschen am wichtigsten ist und die wohl unter am stärksten unter Beschuss steht. Das muss man, glaube ich, schon so sagen. Deswegen sollte das BSW nächstes Jahr ganz klar auf den Rentenwahlkampf setzen und all die Punkte, die Wagenknecht hier schon vertreten hat, noch aggressiver vertreten. Vor allem die Volksabstimmung war auch ein guter Vorschlag. Also dann sagt man ja, wir legen es den Menschen vor und mal gucken, ob die Menschen mehr Rente oder weniger Rente wollen. Ich glaube, die meisten werden sich für mehr Rente entscheiden, was, wie gesagt, problemlos finanzierbar wäre, wenn man das politisch wollte. Aber die aktuelle Politik dient nun mal dem Finanzkapital und nicht dem Volk.